So. Jetzt kann ich euch mal kurz noch die Ringe vorlesen, die wir jetzt eingesackt haben. Den kennen wir schon. Eid des blauen Pfades. Er erhöht die TP leicht, das haben wir am Anfang von Zonen gekriegt. Der blaue Pfad ist keine vollständige Religion, er ist ein demütiges Gebet, das auf natürliche Weise unter denen verbreitet, die Hilfe suchen. Wenn Apostel der Baum von dunklen Geistern gesucht werden, können sie Unterstützung vom Meister anderer Welt hoffen. Genau, durch das Siegel der Wächter nämlich. Dies ist der Ring des Eids der blauen Wächter. Leistet diesen Eid und tragt diesen Ring, um automatisch in die Welt der blauen Apostel beschworen zu werden, die von dunklen Geistern überfallen wurden. Der Ring trägt das Wappen des blauen Pfades, das den ehrwürdigen Schwur symbolisiert, den Meistern jeder Welt vor dunklen Geistern Schutz zu schützen. Wappen des Blutes. Ring des Eids der Blutsbruderschaft. Dieser Ring ist ganz gewöhnlich. Vielleicht ist ein Schwur letztendlich nur ein Einblick in die Bestrebung desjenigen, der den Schwur geleistet hat. Wenn ihr diesen Schwur geleistet habt, dann wisst ihr, was ihr wollt. Ihr wollt baden im Blute eurer Art. Okay, dieser Ring ist total sinnlos eigentlich. Wappen der Ratte. Dies ist der Ring des Eids des Rattenkönigs. Leistet diesen Eid und tragt diesen Ring, um eindringlich ins Gebiet des Rattenkönigs in eure Welt zu locken. Wenn ihr die Ringe haltet, frohlockt, ob der Gelegenheit, eure Treue zu dem unübertroffenen edlen Wesen zu demonstrieren. Jo. Dies ist der Ring des Eis des Glockenhüters. Leistet diesen Eid und tragt diesen Ring, um automatisch in die Welt eines Eindringlings im Reich der Glockenhüter beschworen zu werden. Die Doppelglocke symbolisiert das Band zwischen zwei Liebenden, die niemals vereint sein konnten. Die Glockenhüter sind ihre ewigen Wächter. Das ist ihre Liebe, das ist ihr Fluch. Dies ist der Ring des Eids der Erben der Sonne. Er erhöht die Angriffskraft mit Wundern ein wenig. Der Verehrung der Sonne, nur noch ein vergessener Glaube, war einst unter den großen Kriegern weit verbreitet. Mitglieder dieses Eides können ihre goldenen Zeichen zurücklassen, um leichter von ihren Brüdern für ein ausgelassenes Zusammenspiel beschworen zu werden. Jo, also die drei... Also das waren die ganzen Eidringe, die wir jetzt gekriegt haben. Wir gehen jetzt endlich mal in Richtung... In die Richtung, in die wir wollen. So, die gehen schon mal richtig leicht von der Hand jetzt. Dadurch, dass der Speer abgegradet ist. So. Können wir zuerst dich anlocken? Ja. Wow, das macht aber auch ganz schön viel Wumms. Schaden jedenfalls. Oh, du droppst sogar was. Ein goldenen Falkenschild, den haben wir allerdings schon. Wow. Das ist schon irgendwie teilweise cool, mit dem schweren Schild hier rumzubashen. Falknerhelm. Oh, und ich habe vergessen, die medizinische Heilung einzustellen. Na, macht nichts. Können wir beim nächsten Leuchtfeuer dann machen. So, den da könnten wir theoretisch ignorieren. Ich mag ihn allerdings nicht in unserer Flanke haben. Wow. Warum hält er so viel aus auf einmal? Au. Du bist nervig. So. Und nochmal heilen. Ja, medizinische Heilung bringt auch nicht mehr das Maximum. Aber besser als nichts. So, am Schrein des Winters können wir nochmal vorbei. Wir haben nämlich noch nicht den Gegenstand, den wir benötigen, um da reinzukommen.
So, und jetzt wird's ein bisschen ungemütlich. Hier sind nämlich zwei von den blöden Kerlen. Wow, die sich rollen. Okay, einer ist weg. Den zweiten kriegen wir auch gleich. Wow. Ja. Du bist böse. Du bist sogar viel zu böse. Wow. Ah. Nimm das Schild bitte hoch. Und er sticht da daneben. Also, sie sticht da daneben. Mein Schaf. So. Herr Jemine. Das Blöde ist einfach, man kann diese Kerle nicht anvisieren. Und da sie sich so gut, so schnell bewegen können, ist das richtig übel. So, ab hier könnte es etwas angenehmer werden. Genau, raus hier den Regen. Und ja, jetzt kommen die drei Superwächter. Was auch immer so die Frage ist, was bringt einem Haltung, wenn man sowieso ständig umgeboxt wird? So, Schloss von Dragon Lake. This castle is isolated. Ach nee. But nonetheless, you must forge on. To bring an end to your journey. And mine. Okay. Sie hat noch ein Geheimnis wohl auf Lager. Wow. Ja, die Jungs sind garstig. Und haben eine hohe Reichweite vor allem. So, einer ist weg. Wenn es nur noch einer ist, haben wir etwas mehr Spielraum um ihn herum. So. Damit haben wir das Schlimmste geschafft. Ich nehme es zurück. Ich habe ganz vergessen, hier wird es ja noch mal garstig. Du stehst hier gerade richtig. Genau, weil seine Seelen absorbieren wir jetzt nicht. Das macht der Golem. So. Und der zieht hier an dem Krug. Komm her. So. Und solange die beiden Golems nicht aktiviert sind, respawnen hier halt ständig die Schwertkämpfer. Wie man sehen kann. So. Die beiden Golems aktiviert öffnen das Haupttor nach Schloss Dragon Lake.
So, jetzt können wir uns aber noch die Statuen hier ansehen. Genau, die sind nämlich keine Statuen. Wow. Sondern teilweise sind das Gegner. Und zwar solche Königswachen, die wir bereits kennen. Und die droppen jetzt auch endlich die Rüstung, die wir brauchen. Erstmal voran der Sianzhelm. Kontrolle wird benötigt. Hi, Kumpel. Also Helm haben wir schon mal. Eins von drei Teilen. Vier Teilen. Ja, und dass das ein Feind ist, habe ich auch gemerkt. Versucht angreifen. Ja, von wegen. Ich will hier raus. Ja, hier sind immer die Königsschwertkämpfer gespawnt. Und sind hier den Weg lang gerannt. So, gucken wir mal. Von den drei müsste auch mindestens einer eine Sianswache sein. Und der droppt sogar was. Hey, Sians Rüstung. Haben wir schon mal zwei Teile. Das heißt, wir müssen gar nicht mal so lange farmen. Was ich jetzt schon mal praktisch finde. Große Verbrennung und Feuersamen. Tolle Aussicht voraus, ja. Gut, gehen wir mal rein. Viel Erfolg, Dankeschön. Und können erstmal hier die Treppe hochgehen. Hier steht nämlich erstmal jemand, mit dem wir sprechen könnten. Also mal wieder ein... Nein, diesmal ist es ein Geist. Und das hier ist der Thronsaal. Also der Standard, eigentliche, denn... Oder wahrscheinlich eher die... Audienzraum, würde ich eher sagen. Also das hier ist wahrscheinlich Vendrix... Stuhl, und das ist der Stuhl seiner Königin. Gut, gucken wir mal, was der Geist hier vorne uns zu sagen hat. Who are you? And by whose permission do you stand before me? This castle is the domain of King Vendrick. Is your trespass intentional? His Highness. Where has she gone? Da war ein Übersetzungsfehler. Er hat gefragt, wo er hin verschwunden ist. You are a guest of our castle. I am the Chancellor, Velagar. Do you seek an audience with my lord, King Vendrick? Unfortunately, His Highness is absent. My lord, the King has... The Queen has taken him. Und irgendwas scheint mit der Königin nicht zu stimmen. My lord made magnificent findings on souls. An accomplishment for the ages. He vanquished four great ones and built this kingdom upon their souls. Mm-hmm. Our king has watched over this land since ages long, long ago. King Vendrick, we must fight back. Or the Giants will take Dranglake. The King had a dear queen. A woman of unparalleled beauty. Long ago, the Queen came to us, alone, from a faraway land. She warned our Lord of the looming threat across the seas, of the Giants. The King crossed the ocean, and defeated the Giants. With the Queen at his side. The King commandeered their power
and created the golems. With the golems, the king created this castle. To celebrate victory and to show his love, his gratitude to his queen. Also ja, die Golems haben wir draußen bereits gesehen. Die beiden, die die Tür für uns geöffnet haben. Und wie er sagte, die werden mit Seelen betrieben. Und mit Seelen hat er dieses Schloss errichtet, also der König. Und dann kam die Königin und hat irgendwas mit ihm gemacht. The queen brought peace to this land and to her king. A peace so deep, it was like the dark